So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei diesen Pflanzenzombies da von Ivy, keine Ahnung, wie der Tammy, heißt. ich habe eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit Ausgehen. Ja. Vor diesem hässlichen Eindringling. Oh Mann, ich muss erst wieder reinkommen. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Ja, alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum Blut die keinen Freund deinen Adern hat. Ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wird. Alles weg. War es das Feuermelder? Ab. Arr. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Ich bin Catwoman. Ich bin besser als Natur. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Und schon wieder verschwindet die Zeit. Mein Gott, wie viele kommen dann noch? Ich habe diese Stelle gehasst. So. Can't touch us. So. Die Stage ist auch weg. Und sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Ha, ha, ha. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Wow. Au! Ja, und jetzt schießt mich noch so eine Pflanze ab, oder was? Was geht denn? Au! Okay, Bewegung bleiben. Hui! Ha! Dodged. Muss ich mal gucken, wann da wieder irgendwie so ein Energieding, Energiebolzen kommt. Boah, jetzt hast du hier eigenen Mann getroffen. Mein Gott! Ist jetzt endlich vorbei? Danke. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Hör ich öfters. Schlängel. Epischer Szenenwechsel. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi? Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Also im Kopf schon. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Das sieht ja lecker aus. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Oh, dieser Bastard. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Nicht wirklich. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Oh. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört.
Gut festhalten. Oh nein. Das ist doch richtig fies. Oh, jetzt wurden wir mit dem Rollstuhl aus dem Glashaus geschubst. Wir sind vergiftet. Was will man mehr? Handy. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn? Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Oh, wir sehen auch schon ein bisschen ramponiert aus. Und jetzt kommt eine Stelle, die habe ich sowas von gehasst. Erst Mr. Freeze aufgerufen hier. Oh, eins zu weit. Wo ist er? Da, oder? Nee, das ist Jack Ryder. Hoppala. Das sollte ja auch nicht sein. Das sollte auch nicht sein, das Pinguin. Keine Ahnung, wer das ist. Joker. Alfred. Bruce Wayne. Batman. Strange. Nochmal Joker. Oh, wie ist er nochmal? Black Mask. Toll. Wo ist jetzt dieser hässliche Typ? Das ist Two-Face, das weiß ich wohl auch noch. Ist hier irgendwas? Nö. Wer ist das eigentlich? Vicky Vale. Achso. Mein Gott. Das Spiel lügt mich an. Das mag ich gar nicht. Harley Quinn, das ist doch jetzt erst so strange. Und diese Stelle, da habe ich so lange für gebraucht. Ich glaube, ich begegne mich jetzt einfach mal dahin, wo wir hin müssen, wenn ich das noch weiß. Moment. Wir müssen, ja, ne, Mission, ich weiß, die mache ich später. Dahin müssen wir, vor das GCPD-Gebäude. Wow. Meine FPS gehen nach unten. Vor allem bei solchen Szenen hier über die komplette Stadt fliegen. Ne, ich muss keinen Gleittritt machen. Boah, ich glaube, ich stelle gleich mal. Hier muss es zu Freeze Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle. Das weiß ich wohl. Dass ich gar nicht früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Ich glaub's auf, Joker. Stell dir das vor. Oh, ja, ja. Wenn mir langweilig ist. Finish. Unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Joker. Alles klar. Okay. Wenn mich jemand hört, ich bin auf dem Dach des alten Gotham FM-Gebäudes. Das ist toll für dich. Falls wirklich die Nebenmission schon früher machen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Weil ich ehrlich gesagt, ich habe jetzt keinen Bock dazu. Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Alter. Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird es etwas kälter. Ich glaube, daran ist Freeze schuld. Der mag es kalt. Hätte der kühlt den ganzen Planeten runter. Ja, er ist Mr. Freeze, der mag es halt kalt. Das alte GCPD-Gebäude? Ja. Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Das sehe ich auch so. Die Tür, sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich bin was jetzt? Köpfe Batman weg, kommt runtergeflogen. Rauszukommen. Ha, ja. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und... Da bist du. Kommt hier rüber. Oh. Ich hab mit einer Shotgun. Ja, das ist natürlich jetzt ganz schön scheiße. Nein! Flieg! Ja!
klar. Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpfst. Ach du Scheiße, 9 FPS. Hab mich wohl geirrt. 9 FPS. Alter, Moment, Bam. Ich unterbreche mal eben die Aufnahme und stelle das mal ein bisschen runter, bis gleich. Siehst du? So, wieder da. Und was jetzt? Direkt besser. Ihr zwei viel versucht besser. Weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Ja, genau. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Ja, ich. Meine sind alle, seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, bekommt man hier kaum noch, was man haben will. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht haben Pinguins Jungs welche dabei. Nachdem wir sie umgelegt haben, sehen wir nach. Hier habt ihr Feuer. Was zum Teufel? Sie schießen sich selbst ab. So sieht's aus. So mag ich das. Ich hatte eben noch Minecraft offen. Das habe ich nicht bemerkt. Wow. Warum könnt ihr mich sehen? Okay, einfach mal draufschlagen. Ich denke mal, die sind jetzt entwaffnet. Aber ich glaube, der eine hat noch eine Waffe. Jetzt, oh, der hat auch noch eine Waffe. Ja, super. Wegziehen. Oh. Das hat ja wieder super geklappt. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, wie ich das mache. Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt. Okay, das ist wohl Ladebildschirm immer so, dass das so laggt. Weil es halt lädt. Ich glaube, ich versuche jetzt mal wieder Stealth auszuschalten. Eigentlich ist der Sinn des Spiels, aber... Nein, Rambo macht das viel Spaß. Die Tür, sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was da? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Meine sind alle. Seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, fange ich ihn wieder. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht haben Pinguins Jungs welche dabei. Nachdem wir sie umgelegt haben, sehen wir nach. Oh, hoffentlich klappt's jetzt. Zeit zu sterben! Ah, super! Ja, das hat auch wieder super geklappt. Jetzt warte ich gar nicht, bis ich zu Ende gelangt. Alter! Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. Halt die Klappe. Ich glaube, ich mache das jetzt mal anders. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt in drei Leute reinrenne. Woran hängt? Habe ich eigentlich noch einen Punkt frei? Da kann ich nämlich so ein cooles... so eine coole... ich habe irgendwie einen Waffnungseinsatz. Das habe ich schon. Diese Kampfbewegung macht die meisten Gegner nur einmal im Angriff kampfunfähig. Und zwar... Das ist halt einfach schon unter Bewaffnung. Okay. Die Tür. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Hey, Moment. Und was jetzt? Ihr so, jetzt schwing ich mal hier und versuche das von hier. Weil ich weiß, dass da noch mehr Leute sind. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Oh. Hat einer Zigaretten dabei? Meine sind alle. Seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, bekommt man hier kaum noch, was man haben will. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht haben Pinguins Jungs welche dabei. Da war doch wer. Nachdem wir sie umgelegt haben, sehen wir nach. Ich glaube, da war einer. Nee, es war nur eine Mülltonne. Kommt der Typ uns näher? Nee. Ja, okay. Dann parke ich den Bett.